Als ich so weit war, dass ich also meine erste Serie von diesen Plattenglocken fertig hatte, hatte ich die Idee, ich baue mal einen großen Ständer, wo 12 Stück anhängen. Damals hatte ich den Pluto noch nicht dabei. Nicht den Glockenturm, sondern etwas, was dem ebenbürtig ist. Das habt ihr auch schon, ihr beide auch schon gesehen, das halbfertige Objekt, das ist so ein großes Rad, das steht bei mir in der Werkstatt, mit so einem ähnlichen Rand wie diese Trommel aus Edelstahl. Das soll ein Rad, großes Rad werden, wo dann 12 so dranhängen wie an so einem Riesenrad, die dann so beweglich sind. Oh. So. In der Mitte aufgehängt. Nein, außen an dem Rad. Außen an dem Rad. Also das Rad an der Mitte, ja, das wird ein Speichenrad, wo die dranhängen. Und wie das oft so ist bei solchen Objekten, habe ich dann erstmal ein Modell gebaut. 1:6. Mit so kleinen Reststücken vom Material. Und dann war ich ganz verblüfft, dass diese kleinen Reststückplättchen auch schon schön klingen. Das war die eine Vorgeschichte. Die andere Vorgeschichte ist die, dass es ja durchaus sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich dem Kosmos anzunähern. Eine Möglichkeit davon ist, mit diesen Planetenfrequenzen zu arbeiten. Eine komplett andere hat ein anthroposophischer Musikwissenschaftler namens Friedrich Oberkugler herausgefunden. Das Buch habe ich dann bei Amazon noch gekriegt, wie das ja heutzutage ist, da kann man so manches kriegen. Tierkreis und Planetenkräfte in der Musik. Der Herr Oberkugler ist also in der anthroposophischen Szene ziemlich bekannt als der Musikwissenschaftler schlechthin. Der hat die gesamte klassische, abendländische klassische Musik durchforstet und hat festgestellt, dass die Komponisten, ist ja eigentlich auch logisch, mit den jeweiligen Tonarten, die sie für ihre Musik ausgewählt haben, auch eine bestimmte Stimmung ausdrücken wollten, bewusst, gezielt. Deswegen wählt der Komponist eine Tonart, weil er eine bestimmte Atmosphäre damit ausdrücken will. Und dann hat er festgestellt, diese Atmosphäre passt jeweils nach Tonart auch zu einem Sternzeichen. Und hat eine Zuordnung aufgelistet. Da wollten wir mal gucken. Ja. Ich erzähle. Hat also eine Zuordnung abgeleitet davon, dass es also zu jedem Sternzeichen eine andere Tonart passt. Und es gibt 12 Tonarten und 12 Sternzeichen. Und da gibt es also einen Kreis der Tonarten zu den Sternzeichen. So, wie bin ich da drauf gekommen auf den? Ich habe mit Anthroposophie eigentlich nicht so viel zu tun. Außer, dass ich natürlich Anthroposophen kenne und es gibt ja immer Berührungspunkte und ich mache auch in der Waldorfschule ab und zu mal was. Ganz anders. Ich habe in Flensburg eine Kundin, die einen Laden hat, auch ein bisschen therapeutisch arbeitet, die mit Klangmassage und sowas. Und sie hat sich aber was ganz anderes erarbeitet als ihren Schwerpunkt. Und zwar arbeitet sie mit meinen Klangdreiecken, die ich auch für die Mobilis verarbeite. Ich habe hier meine Einzelnis als Beispiel. Sie mag das auch nicht so sehr, wenn die so drehen. Ich finde das toll, sie nicht, aber sie spielt dann lieber so, ganz zart. Und sie verkauft mehr davon über ihren Namen, als ich sonst an irgendjemanden überhaupt verkaufe. Warum? Und das ist für mich eigentlich auch was Schönes, weil sie es schafft, den Dingen einen Mehrwert zu vermitteln. Das ist ja eigentlich das Ideal ist für mich, als jemand, das irgendwo an Laden, da wird es auf einmal zur Ware. Bei ihr ist es keine Ware, weil sie es schafft, die verkauft bietet den Leuten Dreiklänge an und kann die Leute innerhalb kürzester Zeit mit einem Dreiklang in Tiefenentspannung holen, mit diesen Tönen. Fragt die Leute vorher nach ihrem Sternzeichen und hat dann für jedes Sternzeichen einen anderen Dreiklang. Und damit hat sie wirklich Erfolg. Das erzähle ich deshalb, weil das hat mich neugierig gemacht. Wie machst du das denn eigentlich? So, und das funktioniert. Also es ist nicht irgendwie ausgedacht. Und es funktioniert auch, sie merkt das auch, wenn der Dreiklang nicht passt, dann funktioniert es nicht ganz so gut. Das ist also wirklich, und sie kann da sehr, 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 sehr sensibel mit umgehen. Aber ich habe sie dann gefragt, wo hat sie das her, diese Zuordnung? Ja, das war Friedrich Oberkugler. Und dann hat sie noch irgendjemanden, von dem sie das auch, also da weiß ich jetzt den Namen nicht. Aber das Entscheidende ist, was sie sich selbst erarbeitet hat durch solche Impulse. Und sie hat lange geguckt nach Instrumenten, die dafür geeignet sind, ist dann bei meinen Klangdreiecken hängen geblieben, weil die also am besten funktionieren.
aufgrund der Klangqualität, würde ich mal sagen. Und sie spielte eben auch anders als ich. Ich finde das mit den Drehen eigentlich immer spannend, aber das ist für diese Arbeit nicht so geeignet. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt's. Jetzt mache ich mal diese kleine Schachtel auf. Mein kleiner Liebling. Heißt deswegen auch kleiner Liebling oder ist von manchen so bezeichnet worden, weil hier verschiedene Wege, sich dem Kosmos anzunähern, in einem vereint sind. Also, wir haben hier diese Mini-Plattenglocken, auf die ich gekommen bin. Das ist das Heaven's Doorway, das himmlische Türglocken. Oh ja. Also, wir haben diese kleinen Plattenglocken, die eben auf die Idee, die mich das Modell gebracht hat. Die Grundstimmung sind 432 Hertz, in Ausrichtung auf den Jahreston, weil es ja um den ganzen Jahreslauf geht. Das hat für mich auch eine Logik. Dann sind diese Platten genau wie die großen gehämmert und auf zwei Frequenzen gestimmt. Also es ist was ganz, ganz Feines. Also das Hämmern erstmal für die Klangqualität und dann die Stimmung tatsächlich, also da sitze ich oder wenn jemand anders für mich macht, meine letzte Praktikantin, die hat eine ganze Woche wieder Pfeile und nachher habe ich die alle nochmal überprüft und einzeln, dass sie wirklich perfekt stimmen. Hat also diese... Die Kugeln sind aus... Und dann, nee, Moment, ich bin noch nicht so weit. Also das ist das und, die, und dann gibt es 12 Stück für jeden Sternzeichen an einen Dreiklang. Und, jetzt komme ich auf die Kugeln, das sind alles Quarze, die auch zu den jeweiligen Sternzeichen gehören. Es ist eine Zuordnung zu dem Sternkreis nur auf der Quarzebene. Das war mir auch wichtig, dass es nicht verschiedene, es gibt ja etliche verschiedene Zuordnungen, es gibt auch mit unterschiedlichen Edelsteinen, aber das war mir wichtig und das habe ich im Grunde in meinem Meisterstück schon verarbeitet, diese Idee, dass es also auf der, also quasi auch auf einer Ebene bleibt. Ne, wenn man dann irgendwo einen anderen Edelsteintyp hat, das fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Aber das sind jetzt 12 Kügelchen, die eben auch zu den Sternzeichen passen. Und hier hinten ist noch das zugehörige Sternbild abgebildet. Ja, den Funken, ne? Ja, was ist das? Das war hier? Noch faszinierend. Das ist jetzt, sind die Zwillinge hier. Zwillinge, das steht dann hier, da gibt es dann ein Label. Also dann kam natürlich, also sowas Sensibles kann ich nicht einfach in ein Papier einwickeln und so verkaufen. Da brauche ich irgendein Etui für. Und dann bin ich auf diese Schachteln gestoßen. Das war auch ein Vorgang, bis ich dann die richtigen hatte. Aber die passen genau, dann kann man das so schön verpacken. Ich hatte erst ein Angebot gekriegt, die wären rund um einen Zentimeter größer gewesen und ausgestanzt und wären auch nicht so teuer gewesen, da hätten die 1,50 Euro oder so das Stück gekostet, aber ich hätte dann gleich 5.000 auf einmal abnehmen müssen. Und dann habe ich bei der Firma in dem Katalog nochmal nachgeguckt und gesehen, die haben Schachteln, die einen Zentimeter kleiner sind, die würden gerade eben noch passen in der Größe für Armbänder in ihrer normalen Serie. Und ab 30 Stück bekomme ich das mit meinem Firmenlogo eingeprägt für nicht viel Geld. Super. So, das war das eine. Ich bin auf diese Schachteln gekommen. Die Trigone sind übrigens auch da drin verpackt und noch was anderes auch, da kommen wir noch dazu. Und ich bin auf die Idee gekommen mit den kosmischen Kostbarkeiten. Weil das war für mich das erste Objekt, was ich als kosmische Kostbarkeit bezeichnet habe. Deswegen, also es hat eine zentrale Stellung, obwohl es ein bisschen aus dem Rahmen fällt, weil es eben nicht die Planetentöne so rein sind, sondern eigentlich darüber hinausgehen. Das heißt, die Idee mit den Planetentönen ist eigentlich für sich genommen unvollständig. Das ist mir dann aufgegangen. Es sind drei unvollständige Systeme, die da zusammenkommen. Jetzt, wenn wir nur auf der Musik- und Klangebene bleiben. Das eine ist mein Ansatz, quasi die Klangqualität zu optimieren durch Arbeit. Damit sage ich nichts aus über die Frequenzen, in der es bestimmt sind und auch nichts über die Musik, die man damit machen kann. Das nächste sind die Planetentöne, die genau definieren, wie der Grundton sein soll, aber sonst auch nichts aussagen. Weder was über die Klangqualität, noch über die Musik, die man damit machen kann.
Der dritte ist der Friedrich Oberkogler, der etwas aussagt über die Tonarten, wie sie dem Sternenkreis zugeordnet sind, aber sich kein bisschen dazu äußert, wie denn die Grundstimmung ist und wie die Klangqualität ist. Und diese drei sind hier in diesem kleinen Objekt zusammengeführt. Nur von der musikalischen Seite. Plus die Edelsteine, plus der Sternenkreis. Deswegen mein kleiner Liebling.